Leute, mein Name ist Beckmann. Welcome to Rock Bass Basics. Und ihr lernt hier in kurzer Zeit einfache Basslinien zu spielen und mit anderen Leuten zu jammen. Jede Woche gibt es für euch eine neue Lesson, aber bitte macht euer eigenes Tempo. Wenn ihr merkt, dass ihr das nicht schafft, das in einer Woche zu beherrschen, dann entscheidet selber, wann ihr die nächste Lesson angeht. Der E-Bass hat traditionell 4 Saiten. Es gibt auch 5 und 6 Saiten, auch 12 Saiten. Aber wir hier bei Rock Bass Basics lernen, wie man einen E-Bass mit 4 Saiten beherrscht. Diese Saiten heißen in der Standardstimmung E, A, D und G. Ich zeige euch mal jetzt, bevor ihr überhaupt euren ersten Fingersatz lernt, wie man nicht Bass spielen sollte. Es sei denn, man spielt bei den Ramones, aber die sind alle tot. Also, so sollte man nicht spielen. Das ist sehr unergonomisch. Ihr rutscht auf dem Hals rum, ihr verrutscht euch vielleicht. Schon entstehen Töne. Es macht ganz viel Krach, wenn ihr rutscht und keiner freut sich. Wenn ihr das jetzt in einem Fingersatz spielt, dann wird das so gehen. Volle Kontrolle. Wenn ihr das einmal könnt, dann könnt ihr damit nicht nur G-Dur spielen, sondern, oh Zauber, jede Tonleiter auf diesem Bass. Ihr rutscht zum Beispiel hier ins C, Achterbund, dicke E-Saite ist der Ton C, mit eurem Fingersatz 2 auf den Grundton und dann könnt ihr 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, habt ihr C-Dur. Hier ist G-Dur. Hier ist dann C-Dur. Oder ihr rutscht hierhin ins E und dann habt ihr E-Dur. Eins und zwei und drei und vier und zum 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 zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und wieder ganze. Wir fangen an auf der 1, also auf dem Grundton G. 4 Takte, also 4 Riffs. Dann springen wir auf Seite 2, spielen dort das gleiche Pattern zweimal.